Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession Minecraft. Wir waren noch hier unten und haben uns erstmal den KFC-Bucket gegönnt. Hier muss ich auch mal alles. Alles muss ich ändern. wir waren eigentlich dabei stehen geblieben. Ich habe eine Nachricht auf meinem. Man hat das wahrscheinlich gerade nicht gehört. Aber ich habe die letzten 10 Minuten damit verbracht, Tannenzapfen von meiner Terrasse zu schmeißen, weil neben mir ein riesen Tannenbaum steht. Der hat gerade aus Protest wieder einen Tannenzapfen fallen lassen. Guck mal, ein bisschen verarscht war. Das hat er doch extra gemacht. Boah, ey, so ein Assi. Ach lol, ich hab dich ja schon. Ach lol. Moment mal. Ich war wegen was ganz anderem da oben. Ich habe mich beide über ihn nicht informiert. Es tut mir schrecklich leid. Wir werden nun heute die heute auf. Fängt schon gut an. Wenn man im Hintergrund übrigens Autos fahren hört oder eine Baustelle hört, es tut mir sehr, sehr leid. Ich möchte das Fenster nicht schließen. Es ist so brutal warm und ich möchte einfach nicht. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Wir werden heute nur bauen. Glaube ich. Weil ich mich, wie gesagt, wieder nicht informiert habe. Ich komme einfach nicht dazu. Es tut mir so leid, dass gerade das Minecraft-Let's Play, das mir so sehr am Herzen liegt, so darunter leidet. Unter der wenigen Zeit, die ich habe. Nervt mich selber. Falls es euch beruhigt, das nervt mich selber wahnsinnig. Warte, ich hatte doch da auch noch da. Ich hatte doch da auch noch Dark Oak Treppen. Ja, hatte ich. Ich will nämlich gucken, ob Dark Oak besser aussieht oder Tyrian. Hui. So. Wow. Genau, ich hatte mir beim letzten Mal schon überlegt. So rum, ne? Das Ganze hochzumachen. Vielleicht sogar zweimal so. Dann wieder. Ne, man sollte die Autos, glaube ich, draußen nicht hören. Weißt du? Es kommt natürlich auch drauf an, wie es oben ausgeht. Weil mir das eigentlich schon immer wurscht war. Ach, scheißen. Boah. Ich habe übrigens harten Muskelkater. Ich bin gestern 12.000. Ich habe einen Fehler drin. Ich bin gestern. Ich habe die Spalte. Ach so. Ich habe das da falsch gemacht. Ich bin gestern 12.000 Schritte gelaufen. Ich bin so am Arsch. Bin richtig froh, dass ich heute Homeoffice habe. So geht es. Genau, und dann geht das ist oben, dann kommt einer unten. Hä? Unten, oben, oben. Unten, oben, oben. Es ist unten, oben, oben. Geh nochmal zurück. Ich bin verwirrt. Es ist unten, oben, oben. Unten, oben, oben. Unten, oben, oben, unten. Hier gehen wir auch nochmal zurück. Unten, oben, oben, unten, oben, oben, unten, oben, oben, unten. Stimmt das so? Ja, ne? Und jetzt schauen wir auf der anderen Seite, wie es bei Tyrion ausschaut. Unten, oben, oh, natürlich.
Unten, oben, oben, unten, oben, oben, unten, oben, oben, unten. Unten, oben, oben, unten, oben, oben, unten, oben, oben, unten. Schaut es mit Türen oder mit Holz, ne? Oder mit Türen. Holz bricht halt so krass da drin. Aber wenn wir Holz machen, wir können ja dann noch mehr mit Holz reingehen. Ich würde das da oben auch noch ändern. Also das da vorne. Vor allem greifen wir halt dann den Boden wieder auf. Dann machen wir Tyrian hier mal weg. Und fangen mit dem Boden an. Ach Quatsch. Und machen das mit dem... Fangen mit dem Boden an. Wo kam das denn hier? Und wir machen da drüben auch das Holz hin. So. Okay, nochmal. Unten, oben. Oben, unten, oben. Oben, unten, oben, oben, unten. Unten, oben, oben, unten, oben, oben. Unten, oben, unten. Sehr gut. Dann würde ich das da vorne wegmachen. Hey, wir müssen ja eh auch mit... Wir können ja nochmal mit Glowstone arbeiten. Ich habe eine Idee. Da heute bin ich wieder deutlich kreativer als beim letzten Mal. Gut, dass wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich brauche noch mehr Mangroven. Bums. Wir wollen ja den Stil durchziehen. Doch das Ganze hier. Hui! Oh, wie schön ich dieses Loch... Habt ihr gesehen, wie schön ich das Loch getroffen habe? Ein bisschen stolz auf mich. So, wo haben wir denn noch Blätter? Da. Ich bräuchte auch Zäune. Ich weiß aber gerade nicht mehr, welchen Zaun ich verwendet habe. Ich glaube auch Dark Oak. Bin mir aber unsicher. Nee, Mangrove. Mangrove. Habe ich Mangrove noch dabei? Ich habe den Oak-Fenster, der kann er nicht weg. Das ist jetzt die Frage, habe ich hier noch Mangroven? Entschuldigung, meine Stimme ist am absoluten Abkacken. Ich spreche zu viel in letzter Zeit. Mangrove. Da habe ich noch 5. Schaut nicht so aus. Ich bräuchte Stickies. Mangrovenholz und sich habe ich noch genug. Wie macht man denn jetzt wieder den scheiß Fans? Mann. Benze. Aber halt Mangrove. So. Okay. 8. Aber ich habe doch hier auch noch welche. Hä? 14. 14 reicht halt safe nicht. Ich pack mal den Marble da rein und das Gravel, alles was wir hier jetzt gerade nicht brauchen. Damit ich nochmal ein bisschen Mangrovenholz ins Inventar mir packen kann. Das ich gar nicht hier habe, das ich aber natürlich hier habe. So, dann kann ich daraus jetzt nochmal ein bisschen Fenze machen.
53. 53, glaube ich, reicht erstmal. Damit, glaube ich, kann man schon ein bisschen was anfangen. Weil den, jetzt haue ich erst die Blätter oben hin. Oder bis oben hin. Ich gerne nicht, ihr gern. Und... hau davor mal den... den Zaun. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar schon reicht. Oder ob wir halt den Fenster noch davor machen. Oh, ich finde den Fenster eigentlich ganz schön davor. Scheiße. So. Das schaut doch nach was aus. Vor allem schaut's nach Muster aus, nach Veränderung. Das klang jetzt deeper, als es sollte. Ich würde aber gern die da hinten. Daraus würde ich gern Türen machen. Ich vergesse immer, dass ich von oben nach unten sollte. So, wo habe ich denn meine Türen-Dinger da? Und zwar... würde ich jetzt tatsächlich ganz klassisch oben, unten, oben, unten machen. Weißt du, wenn wir dann auch mal ein bisschen aufbrechen. Finde ich schöner. Weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, aber ich finde das irgendwie schöner. Wie gesagt, ich versuche mich ja immer mehr, also immer besser zu werden im Bauen. Ich finde, ich bin schon auf einem ganz guten Weg. Weil früher hätte ich es einfach so gelassen. Also, ohne Witz, ich hätte das früher einfach so gelassen. Und da finde ich das da schon cooler als das da. Okay, dann kann ich doch da jetzt weitermachen mit, ne? Alter, ich höre mich echt an, als hätte ich so 3 Tage lang einfach durchgeschrien. Voll sorry. Weißt du nicht, dass meine Stimme sonst die angenehmste in, wäre, die es gibt, aber sie ist angenehmer als das jetzt gerade. Okay, war mir klar, dass ich nochmal in den Nether muss für ein bisschen Glowstone. Aber das geht klar. Wir haben ja hier unser Tor haben wir um die Ecke. Da haben wir noch nicht so viel gelootet, deswegen ist das ganz okay. Ich packe mal das, was wir jetzt gerade dabei hatten, alles in die zweite Kiste hier unten. Ach, das sind einfach nur Painted Cobblestone, okay. So, das ist ein bisschen blöd, dass man die dann nicht stacken kann. Der kann weg, das kann weg. Das Thermonomel kommt nämlich mal auch raus, genauso wie die Schaufel und das hier. Das brauche ich auch nicht weiter. Das Thermonomel kann auch nicht. So, hier, dann gehen wir mal rüber, weil dann habe ich die ganze Tasche frei für Glowstone. Das ist nicht verkehrt. Da müssen wir noch ein bisschen was draufbauen. Der muss doch ein bisschen imposanter. Ach so, halt, da unten muss ich hin. Der muss auch ein bisschen imposanter werden. Ein bisschen größer. Bisschen fancier, bisschen magischer. Aktuell ist er ein bisschen arg schlicht. Und klein. Okay, ich habe hier die reinste Monsterversammlung. Weil die Viecher natürlich da drin spawnen. Aber dann direkt drüber, damit sie raus können, direkt rüber gehen ins Nether. Auch geil, oder? Habe ich es jetzt? Ja. Baum. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe noch nie so Schweinchen angegriffen. Also ich will es jetzt auch nicht unbedingt, aber... wollt du mal mitteilen, dass ich das noch nie habe? Das ist so eine scheiß Fledermaus, ey, wehe dir.
ich immer nur so wenig draufdrücken muss, macht mich ein bisschen fertig. Ich habe immer 30 Milliarden Netherrack-Blöcke abbaue, die ich gar nicht brauche. Da ist doch einer. So, war es das an Glowstone? Yes, bisschen was haben wir ja. Das Blöde ist ja, wir müssen das alles durch 4 teilen und dann haben wir erst unsere Glowstone-Anzahl. Ich nehme übrigens das mit, weil wir zum Verbessern unserer Sachen ja das brauchen. Und wir haben sehr wenig Manylium. Beim Kobalt kriegt man echt schnell und viel. Wusste ich gar nicht. Natürlich ist er wieder im Gast. Wie hätte es auch anders sein können? Ich bin ein Gastmagnet. So, hier ist aber erstmal nichts und hier ist ein fetter, fetter Glowstone-Gehänge-Konstrukt. Ich kann noch mal Geschwindigkeit auf Spitzenspalter packen. Ich hab den Gong dazu jetzt gerade gar nicht mitbekommen, wegen dem ganzen Clearen. Vom Glowstone. Warum habe ich auch den Chat gar nicht mitgekriegt? Ich glaube, ich habe Haste noch nicht komplett ausgebaut bei dem. Ja, ich habe nur Haste, nicht Haste-Tester. Okay, wie viel habe ich denn? Noch nicht so viel. Machen wir mal die komplette Tasche voll, oder? Würde ich sagen. Warte, da lohnt sich's fast wieder, dass wir uns aufstellen. Wisst ihr, was auch cool wäre? Wenn sich so die Monster im Nether aufregen würden, wenn du die Sachen hier lootest. Das würde den Nether nochmal ätzender machen. Weißt du nicht, ob man das will, aber theoretisch könnte man es damit nochmal ätzender machen. Okay, dann habe ich hier das Glowstone abgefarmt. Da ist ein fettes Loch. Ach, du gießt in eine... LOL. Da ist einfach eine Dick drin. Ist ja lustig. Ah ja, da gucke mal. Da ist ein Spawner. Ah, warum gehe ich denn da hin? Ich Idiot. Ich suche mal woanders nach. Glowstone. Da ist ein fettes Feld. Aber das hängt so über nichts. Dann verliere ich ja die Hälfte. Was ist das da eigentlich? Asche, ja. Ich brauche so Glowstone über Land. Damit ich nicht immer die Hälfte verliere, sobald ich es abbaue. So, hier. Und zack und zack. Ich bin heute wieder übelst gesprächig. Merkt ihr das? Sorry dafür. Ich bin mit meinem Kopf die ganze Zeit so ein bisschen abwesend. Ich schaff's aktuell, wenn man nicht mehr von der Arbeit ein bisschen abzuschalten und denke eigentlich so ständig an die Aufgaben, die ich noch machen muss. Muss ich dran arbeiten, bin ich ganz ehrlich. Das sollte so eigentlich nicht sein.